ich übrigens richtig super finde. Also man muss sich einfach gegen Extremismus rechts, links, ist eigentlich egal, wehren. Und im Moment ist halt der linke, sagen wir mal, das linke Spektrum, der linke Extremismus ist relativ gemäßigt. Der rechte ist ein Riesenproblem, nicht erst seit Chemnitz. Chemnitz, das war nur mal wieder so ein sehr deutliches Sichtbarwerden, was da eigentlich alles in der Gesellschaft brodelt. Und diese Geschichte behandelt eigentlich so das Thema, jemand nach dem Äußeren und vor allen Dingen nach den unbewussten Vorurteilen, die jeder von uns hat. Da kann sich keiner von freisprechen. Also diese unbewussten Vorteile, die ich immer habe, wenn ich jemanden sehe, der einer bestimmten Gruppe zugehörig ist. Man kann jetzt sagen, das ist Synonym für die Ausländer. Aber wenn ihr insbesondere den Text von Rotzi hört, wisst ihr, was ich meine. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Ein Teil dieses Textes findet im Kopf meiner Figur, das ist ein Journalist, statt. Also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen merkwürdig vielleicht zwischendurch spreche. Das liegt einfach daran, dass ihr dann in meinem Kopf seid. Herzlich willkommen, nehmt euch einen Keks, aber krümmelt nicht rum, ist mein Gehirn. Ja, ich sag noch mal eben kurz was, frag noch mal eben, ob es einigermaßen funktioniert. Liebe Gemeinde. Test, test, Rhabarber. Naja, gut, okay, wir werden es, glaube ich, heute nicht mehr rausfinden. Wie auch immer, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Frederik Barke, die nicht Rotzi heißt eigentlich, sondern der richtige Titel ist nochmal Der Journalisten-Albtraum. Aber Journalisten-Albtraum. Rotzi finde ich auch gut. Ich glaube, ich benenne Ist ihn. auch nicht schlecht, ne? Ja, dann würde ich sagen, ist 21:02 Uhr, ist schön voll. Legen wir los, Frederik. Ja, klar. Hauen wir rein, wa? Gut. Schönen guten Tag, Herr. Verdammt, was heißt das Gekritzel? Wenn ich lache, bin ich tot. Herr Rotzi. Soll das ein Lächeln sein? Das ist ja grauenhaft. Jetzt kriege ich bestimmt wieder einen Albtraum. Ah ja, Rotzi. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mich zu sich, zu einem Interview, also dass Sie sich zu einem Interview mit Zwischenerde heute bereit erklärt haben. Aber das mache ich doch gerne. Jetzt kratzt er sich ja noch zwischen den Beinen. Unsere Leser? Unsere Leser sind sicherlich ganz begierig zu erfahren, wie es sich so als Monster lebt. Na, na, na. Wir wollen doch nicht in die überkommenen Klischees abgleiten, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum streicht er jetzt über dieses schartige Schwert? Ist das Blut oder Rost? Wenn ich das hier überlebe, erwürge ich diesen verdammten Redakteur, mich zu einem Interview mit einem progressiv-intellektuellen Ork zu schicken. Arschloch! Natürlich, natürlich. Entschuldigen Sie bitte, Rotzi. Also, was können Sie unseren Lesern über Ihr Leben berichten? Lassen Sie mich zuallererst einmal sagen, dass das Bild, das die Literatur von uns gezeichnet hat, völlig übertrieben ist. Wir sind weder die blutrünstigen Bestien, als die wir verschrien sind, noch kann man uns ernsthaft als die Geißel von Zwischenerde bezeichnen. Hat er gerade aufgestoßen? Was zum Teufel hat der gefressen? Leiche am Spieß? Mir wird schlecht. Aber Sie müssen schon zugeben, dass das Motto Ihres Stammes, jeder esse so viel er kann, egal ist's auch der Nebenmann, dieses Image bedient. Wissen Sie, die Geschichte der Orts ist auch eine Geschichte voller Missverständnisse und Irrtümer. Sicherlich ist in der Vergangenheit
hin und wieder mal ein Mensch oder ein Elb irrtümlich in einem Orkmagen gelandet. Aber wollen wir deshalb gleich eine ganze Volksgruppe diskriminieren? Ich kenne ein Ork-Buch, das damit beworben wird, es sei das meistgelesene Kochbuch aller Ork-Stämme. Es hat den Titel 101 Rezepte vom Menschenauflauf bis zum Elbsoufflé. Ich bin tot. Ich bin nur zu stur zum Umfallen. Gleich holt er mit dem Schwert aus und mein Redakteur erspart das Honorar. Gut, dass ich meinen Nachruf schon geschrieben habe. Hasst mich mein Unterbewusstsein? Habe ich versteckte Selbstmordtendenzen? Warum kann ich nicht einfach meine große Schnauze halten? Aber das sind doch nur fantasievolle Umschreibungen für ganz alltägliche Rezepte, wie wir Orks kämpfen seit Jahren für eine Imageverbesserung. Wir verteilen Flugblätter in Dörfern, unterstützen die Landbevölkerung, indem wir Schädlinge bekämpfen und so weiter. Wir sind nett zu den Leuten. Deshalb rennen auch alle beim Anblick eines Orks schreiend weg. Wie meinen? Shit! Hab ich das mal laut gesagt? Ich meinte gerade, dass sicherlich noch viel Arbeit zu leisten ist, bis es zu einer Verständigung zwischen ihnen und den Völkern Zwischenerdes kommen wird. Mein Redakteur weiß übrigens, dass ich heute hier bin. Das ist sehr schön für ihn. Sehen Sie, es ist sehr schwierig, über Völkerverständigung zu sprechen, wenn ein wütender Mob Axt und Fackel schwingend hinter ihnen her ist. Vielleicht helfen ja ein Bart und das Weglassen von abgeschlagenen Köpfen als Gürtelschmuck. Man weiß schließlich nie, wessen Verwandten man da am Schwertgut baumeln hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kann ich nicht. Ich kann mir allerdings vorstellen, eine Fackel zu schwingen. Oder eine Axt. Badet der Typ eigentlich nie? Meine Nase flüchtet gleich. Ja, das ist ein großes Problem. Deshalb treten wir auch lieber in größeren Gruppen auf. Wir fühlen uns dann sicherer. Aber fürchten Sie nicht, dass eine Horde Orks, die sich auf ein Dorf zubewegt, durchaus als Bedrohung empfunden werden könnte? Sehen Sie. Genau das meine ich. Nur weil in den Köpfen das Bild des Orks als das Böse an sich herumgeistert, ist echter Dialog nicht möglich. Naja, in vielen Fällen endete der Versuch des offenen Dialogs mit der Auslöschung ganzer Dörfer. Aber das ist doch übelste Propaganda. Nur weil einige Fehlgeleitete, von denen sich im Übrigen die meisten Orks diskutieren, überreagiert haben, werden jetzt alle Orks über einen Kamm geschoren. Naja, wir sind etwas vom Thema abgekommen. Sie wollten uns von Ihrem Leben berichten. Bitte, fahren Sie fort. Ja, Sie haben recht. Ich habe mich wieder zum Polymisieren hinreißen lassen. Mein Leben. Naja, wie Sie sehen, lebe ich recht bescheiden. Die Miete für diese Zwischenraumhöhle frisst einen größten Teil meiner Veteranenpension auf. Sie beziehen Veteranenpension? Das ist ja interessant. Wer zahlt die denn? Die Nuras und Namuras Pensionskasse für Ork-Soldaten. Wissen Sie, so schlecht waren die beiden gar nicht. Haben immer gut für die Überlebenden gesorgt. Waren ja auch nur ein paar. Ja, sehr nett. Netter Witz. Wieso Witz, junger Mann? Vor Ihnen sitzt einer der wenigen Überlebenden der Schlacht um Bordeaux. Ich weiß noch, damals, als diese Massen von Ents auf uns zurannten, da... Oh nee, schon wieder so eine Ich-erschlug-20-Elben-Kriegsgeschichte. Das ist bestimmt sehr interessant, aber unsere Leser sind sicherlich mehr an ihrem ganz privaten Leben interessiert. Wie ist denn zum Beispiel so Ihr Tagesablauf? Wie lebt der moderne Ork denn so? Wissen Sie,
das Schlachtgetümmel schon. Sehen Sie mal. Ist der wahnsinnig? Der kann doch in dem engen Raum nicht einfach dieses Riesenschwert schwingen. Sind das meine Haare, die da gerade zu Boden fallen? Hilfe! Was sagen Sie? Beeindruckt, ne? Ja, das war noch Zeit. In der Tat. Hatte ich erwähnt, dass mein Redakteur weiß, wo ich bin? Warum erwähnen Sie das dauernd? Macht Ihnen etwa Angst? Nein, natürlich nicht. So ein liebenswürdiges Monster, so eine liebenswürdige Person wie Sie doch nicht. Los, schmeichle ihm noch ein bisschen. Dann kommst du vielleicht mit dem Leben davon. Ich dachte schon, Sie wären auch so voreingenommen, wissen Sie. Oh, gucke bloß nicht zu nah. Dieser Gestank. Luft. Ich ersticke. Warum muss der sich jetzt so zu mir rüberbeugen? Wir Orks haben ja keine Lobby. Nicht so wie diese blöden Elben. Oder die Zwerge. Diese Alkoholiker. Aber das darf man ja nicht laut sagen. Wissen Sie, was dieser Lego Fratz, oder wie hieß der, wissen Sie, was der gemacht hat? Erst hat er den Kameraden in die Eier getreten, und wenn sie dann am Boden lagen, dann hat er ihnen einen Pfeil ins Auge gerammt. So sieht's nämlich aus. Und wegen bester Bogenschütze von Mittelerde, Pustekuchen, oder diese hinterhältigen Zwerge hacken einem die Beine ab, damit sie leichter an den Kopf kommen, oder hämmern einem die Axt einfach in den Schritt. Aber wir Orks sind ja so böse. Opa, gleich rastet er aus. Ich muss ihn beruhigen. Das waren ja mal wirklich sehr offene Worte. Ich kann sehr gut verstehen, dass sie das in Rage bringt. Heuchler. Aber geschickt. Er beruhigt sich wieder. Gleich nachsetzen. Abschließend noch eine Frage, die insbesondere unsere Leserinnen interessieren wird. Gibt es eine Frau Rotzi? Nein. Leider nicht. Müssen Sie mit der mageren Rente? Oh, wie bedauerlich. Nun, ich danke Ihnen. Ich sagte, bei der mickrigen Rente. Hä? Ja, oh Mist. Ja, natürlich, das Honorar. Entschuldigen Sie bitte. Hier. Danke sehr. Das mit den Elben und so, das schreiben Sie doch nicht, oder? Wollen Sie etwa die Presserechte beschneiden? Bin ich eigentlich wahnsinnig? Ich war doch schon fast lebend hier raus. Die Rechte nicht. Aber wir haben ja zwei Hände. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ein Psychopath. Ich wusste es. Ich muss hier raus. Sofort! Ich muss jetzt gehen. Mein Redakteur, Sie wissen ja. Mann, jetzt entspannen Sie sich mal. Das war ein Scherz. Ihr Menschen seid immer viel zu nervös. Deshalb bin ich noch nicht so alt. Schreiben Sie ruhig, was Sie möchten. Ich dachte schon. Auf Wiedersehen, Rotzi. Nichts wie raus. Und den Redakteur erwürge ich. Da lasse ich ihn wieder erwecken und dann bringe ich ihn noch mal um. Verdammter Job. Langsam zu alt dafür. Auf Wiedersehen. Und denken Sie immer daran. Ich weiß, wo Sie wohnen. Ja, vielen Dank, Frederik.